Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück bei Strategic Command World War II. Wir müssen jetzt ungefähr so im Dezember des Jahres 1939 angekommen sein. Und die spannende Frage wird sein, ob die Deutschen ihre Offensive durch die Vogesen fortsetzen oder ob ihnen vielleicht der Winter einen Strich durch die Rechnung macht. Regen wäre gut für uns oder Schneefall, dann könnte die Luftwaffe nicht starten und die Vorstöße der Deutschen unterstützen. Naja, wir werden es gleich sehen. Ja, die Angriffe gehen weiter. Aber diesmal konnten wir ganz gut damit umgehen, wie es aussieht. Aber er baut sich natürlich weiter auf. Das U-Boot entfleucht. In nordöstlicher Richtung. So, jetzt können wir die Zusammenfassung der Aktivitäten sehen. Wir haben sehr schön die Konvois gestört. 16 Produktionspunkte hat der Gegner verloren. Die UdSSR wird nach ihrem Angriff auf Finnland aus dem Völkerbund ausgeschlossen. Und die Admiral Graf Spee wurde nach der Schlacht beim Rio de la Plata versenkt, vom Winde verweht, startet in den amerikanischen Kinos. Da gibt es normalerweise ein bisschen ausführlichere Events, aber kann sein, dass das nur auf deutscher Seite dann angezeigt wird, warum auch immer. So, bei uns gibt es jetzt nichts Besonderes. Okay, das heißt, und es ist auch kein Regen in unserer Runde. Wir sind am 19. Dezember, das heißt, Zeit genug, um hier weiter nachzusinnen, was wir hier am besten tun. Ja, okay. Dann kommt die Denkpause. Wir sehen uns gleich wieder. So, Denkpause vorbei. Und hier in Frankreich gibt es einen heiklen Punkt jetzt, wo man ein bisschen überlegen muss. Und zwar ist das die zweite Armee, die hier durchaus eine Schlüsselposition innehat. Weil wenn wir hier den Übergang hier über diesen Fluss über die Mosel zulassen, dann ist der Rest hier komplett schwer zu verteidigen. Also dann, ja, dann ist das Innenland von Frankreich, das Binnenland, greifbar für die Deutschen. Das heißt, diese Position muss weiter verteidigt werden. Wir haben gesehen, dass es für ihn nicht so einfach ist, dort anzugreifen. Die Verluste waren, na gut, waren relevant, aber auch nicht so riesig. Jetzt können wir natürlich, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt hier verstärken, wieder auf 10 verstärken. Das Problem dabei ist, dass die Bereitschaft niedrig bleibt, weil die Armee angeschlagen ist. Der Vorteil dürfte sein, dass die Verschanzung sich allerdings bis dahin erhöhen müsste. Die Alternative, die wir hätten, wäre, die Armee zurückzuziehen und eine andere Armee hinzubringen, was uns allerdings wieder Produktionspunkte kosten würde. Genau, für die Verlegung. Und zwar hier die erste Armee würde machbar sein. Hier aus Epinal kommen wir leider nicht hin, auch wenn das so ein bisschen so aussieht, ne? Also, aber das ist Kontrollzone. Da kommen wir nicht hin. Was ich nicht riskieren möchte, ist dort ein Korps hinzustellen. Wenn wir dort ein Korps hinstellen, glaube ich, dann wird die Position fallen. So vermute ich zumindest. Ja. So, also, jetzt ist die große Frage, was machen wir? Wie viel kostet die Verstärkung hier? Sie würde 75 auf 10 kosten. Aber wie gesagt, die Bereitschaft wäre weiterhin gering. Hier die erste Armee. Da kostet eine Verlegung 25. Zusätzlich können wir, und das sollten wir jetzt auch mal machen, ich glaube, in dieser heiklen Situation sollten wir auch komplett auf manuellen Modus stellen. Wir können natürlich die Einheit, wartet mal, die stellen wir frei. Die stellen wir, nee, da müssten wir eigentlich hinkommen, genau, unterstellen. Die muss dann unterstellt werden. Die auch. Was haben wir denn noch unterstellt? Ah, okay, das Flugzeug. Das ist eh jetzt nicht kampfbereit. Wir müssten, könnten diese hier noch unterstellen, falls die angegriffen werden. So, das wäre eine Möglichkeit. Ja, und dann müssten wir die verlegen und die vorher allerdings zurückziehen.
Ich hoffe, das geht und da täusche ich mich nicht. Ich probiere das direkt mal mit verlegen, ja, ausgeben. Ja, wir könnten sie direkt dorthin verlegen. Was ich jetzt nicht weiß, wie viel Moral runtergeht durch eine Verlegung. Das ist auch ein bisschen was. Ist nicht so gravierend, aber ein bisschen was. Ich mache es. Wir ziehen diese zurück. Die Frage ist, ob ein oder zwei Felder, wenn ja, wohin? Ich würde sagen, wir ziehen sie hier hin, dann stehen sie dort nochmal hinter dem Fluss, was noch eine zusätzliche Verteidigung darstellt. Oder vielleicht ist es zu verlockend für ihn. Wir bringen sie nochmal ein bisschen weiter zurück. Ja, ich glaube, das ist besser. Okay, dann verlegen wir, wie geplant, genau hier hin. So, jetzt fehlt natürlich einmal das Eingraben und wir sehen... Ja, Bereitschaft bei 47. Also es hat doch einiges gekostet. Das Verlegen etwa 20%. Puh, naja. Ob das jetzt der bessere Zug war, bin ich mir nicht so sicher. Aber irgendwas mussten wir machen. Schauen wir mal. Kann sein, dass die das nächste Mal es schwer haben wird. So, dann werden wir Folgendes tun. Wir werden natürlich versuchen, hier... jetzt zu verstärken, wo es geht. Die Frage ist, ist es möglicherweise bedeutsamer, das den Oberbefehlshaber zu verstärken, weil der sich auf alle Truppen auswirkt. Na, auf jeden Fall werde ich diese Sechser hier verstärken. Da können wir dann vielleicht nämlich noch einen Tausch machen. Und hier unten werde ich nur verstärken, um jetzt ein bisschen zu sparen. Ja, mehr... Warte mal. Auf... Ja, auf 5 oder 6, das kostet uns schon wahnsinnig viel. Ich werde mal auf 5 erstmal gehen. Mehr können wir uns im Moment nicht leisten. Und die restlichen investiere ich für den Befehlshaber. Und hier muss ich mal ganz kurz gucken. Na, ich glaube, wenn wir verstärken, können wir ihn nicht noch bewegen. Was ist denn? Okay, ein Punkt ist möglich. Oh Gott, wie entzückend. Naja, immerhin ein Punkt. Machen wir das mal. Okay, dann sind wir bei 6. Jetzt haben wir noch 11 Punkte. Damit werden wir nicht viel machen können. Dann bleiben wir mal hier unten und bringen das Korps auf 7. Ja, das wäre es schon, was wir mit den Franzosen tun können. Ne? Bin ich mal gespannt, ob die erste Armee hier ihre Stellung halten kann, wenn dieser Angriff nochmal so erfolgt. Er kann natürlich auch noch, ja, wie soll ich sagen, mächtiger erfolgen, wenn es ihnen gelingt, die Panzer hier irgendwie an die Front zu bringen. Naja, wir werden sehen. Gut, soweit zu den Franzosen. Jetzt kommen wir zu den Briten, die deutlich mehr Möglichkeiten haben mit den Produktionspunkten. Wir werden aber erstmal unsere Flottenbewegung machen. Wir wissen, ein U-Boot ist in die Richtung abgezogen. Wie weit es gekommen ist, können wir hier nicht sagen. Wir sollten irgendwie hinterherfahren. Und versuchen hier, das ein bisschen rauszubekommen. Kann auch sein, dass es in Richtung Deutschland abgezogen ist. Hier finden wir es erstmal nicht. Auf diesem Wege. Meines Wissens müsste hier irgendwo auch noch ein Schiff sein. Ja, genau das, das wir bisher nicht gefunden haben. Die Frage ist, wo kann es sich eigentlich befinden? Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass es hier eher zwischen diesen beiden kanadischen Schiffen ist. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Wir werden mal mit dem Zerstörer der Kanadier hier, soweit es geht, entlang fahren. Da kennen wir dann erstmal nichts. Und jetzt die Frage, fahren wir jetzt zurück oder in diese Richtung? Aber wir haben hier noch einen französischen Zerstörer, den nutzen wir mal. Und fahren mal komplett auf dieser Linie entlang. Soweit es geht. Aha, da haben wir ja den Feindkontakt. Oh, okay. Aber 2-2, schadensmäßig ist das in Ordnung, würde ich sagen. Gut, dann würde ich eigentlich gerne den französischen, den kanadischen auch mit ranbringen. Beziehungsweise haben wir hier noch was in Einsatzreichweite. Ja, sie kommen ran, hervorragend. Dann nehmen wir hier die Jagd weiter auf. 0-0, machen wir trotzdem. Okay, das hat nichts ergeben. Ja, bleiben wir mit dem hier oben. Hier war ja noch ein zweites U-Boot. Ja, ich glaube, wir bleiben dort oben. Und setzen eher hier nach.
Okay, nochmal 1-1 Schaden. So weit, so gut. Okay, wir verhindern damit aber auf jeden Fall einen Angriff auf unsere Versorgungslinie. Wenn U-Boote kämpfen, können sie nicht mehr raiden. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, wo könnte das andere U-Boot sich hinbewegt haben? Unser U-Boot werden wir erstmal wieder. Ja, bringen wir mal das aus der Sturmzone raus. Ich frage mich, ob die Deutschen vielleicht hier irgendwie beginnen, Jagd auf uns zu machen. Ob wir sie auf diese Art und Weise vielleicht sogar rauslocken können, wobei wir gar keine Schlachtflotte hier in der Nähe haben. Ich vermute noch immer irgendein Kampfschiff der Deutschen hier irgendwo. Deswegen habe ich unsere Kampfflotte hier hingezogen. Aber möglicherweise war das eine übertriebene Befürchtung. Ich tendiere jetzt gerade mal dazu. Halt, warte mal. Können wir. Ah, das ist alles im Regenbereich, ne? Können wir unsere Flugzeuge fliegen lassen? Sturm, nee, vermutlich nicht. Na, ich würde gerne die Flugzeugträger halt hier haben, um gegen die U-Boote entsprechend agieren zu können. Das ist der Grund, warum die Flotte hier liegt, weil die Flugzeugträger müssen dann noch beschützt werden. Na, ich denke, wir lassen sie nochmal hier ein bisschen liegen und gehen nochmal weiter auf die Suche, ob wir noch irgendwie auf das U-Boot treffen werden. Vielleicht ist er hier durch, hat sich hier durch bewegt. Nein, ist nicht der Fall. Nun gut, dann flottentechnisch. Hier können wir nichts mehr machen. Ja, wir können aber auch sagen, dass die Franzosen sich hier ein bisschen zurückbewegen können. Man weiß ja nicht, wo wir liegen. Das ist auch immer von Vorteil. Okay, so, jetzt Bewegung Upgrades. Hier können wir nichts mehr machen. Das ist insofern ganz gut. Wo ich auf jeden Fall. Halt, wisst ihr was? Wir werden jetzt erstmal was anderes tun. Wir werden jetzt erstmal etwas in Produktion geben. Dazu sollten wir uns mal anschauen, was bei den Briten eigentlich kommt in nächster Zeit. Und wir sehen, um die Flotte brauchen wir uns eigentlich nicht groß zu kümmern. Da brauchen wir nichts investieren. Wir bekommen 39, noch zwei weitere Zerstörer. Dann 40, ein Flugzeugträger, noch ein Schlachtschiff. Noch ein Schlachtschiff und noch ein Flugzeugträger. Also, da stehen wir eigentlich ganz gut da. Das ist die kanadische Produktion. Und außerdem bekommen die Briten 1940 noch zwei Jagdflugzeuge. Aus dem Grund würde ich keine Jagdflugzeuge mehr in Auftrag geben im Moment, sondern andere Dinge. So, was finde ich spannend? Also, als erstes schaue ich mal ins Mittelmeer. Und da. Ist es so, dass Kors hier diese Hauptstädte verteidigen? Wir wissen, wir müssen sie im Moment verteidigen, damit Italien ruhig bleibt. Und das sollte man sowieso machen. Ich bin am Überlegen, ob es sich nicht lohnt, hierfür günstige Garnisonen zu kaufen, die auch in der nächsten Runde schon da sind, sodass wir diese Kors ablösen können. Und dafür 100 ausgeben. Insgesamt Luftabwehr brauchen wir dort nicht. Ich denke, ich mache das mal. Aber halt, stopp. Wir wollen die natürlich in Ägypten haben. Das ist ja das Entscheidende. Da kosten sie auch 50. Drei sind erlaubt. Ja, machen wir mal. Wir kaufen eine in Ägypten. Und das hier ist. Ja, warte mal. Das ist Palästina, das ist Transjordanien und das ist ein syrisches Korps. Ah, das könnten wir natürlich, das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, könnten wir eine Garnison hier reinbringen und dieses Korps noch nach Südfrankreich bringen. Das wäre auch eine ziemliche Entlastung. Damaskus muss ja besetzt werden. Ich denke, das ist eine gute Idee, machen wir das auch. So können wir quasi mit britischen Produktionspunkten die Franzosen unterstützen. Also werden wir in Palästina ebenfalls eine Garnison in Auftrag geben. So, dann haben wir jetzt noch 302. Und was ich gerne für ein UK haben will, und jetzt ist hier zu überlegen, also größte Bedrohung Sea Lion. So, ich gehe jetzt im Moment davon aus, dass wir unser Expeditionskorps irgendwie heil zurückbekommen. Dann sollten wir dort mit Einheiten eigentlich ganz gut dastehen. Das Entscheidende ist eher, die Landung selbst zu verhindern und dann nützt uns Armee eher wenig. Und hier
finde ich es ganz gut, einen Marinebomber vielleicht zu haben, der speziell halt dafür da ist, um die Schiffe anzugreifen, falls die Deutschen es wirklich zu wagen. Das ist sowieso überhaupt eine ganz interessante Einheit, die kann auch Versorgungslinien des Gegners abfangen, raiden, ähnlich wie U-Boote, wenn man sie günstig stationiert. Also als Brite sollte man, glaube ich, mindestens einen Marinebomber mit dabei haben. Und wir werden den auch gleich upgraden auf Marinewaffen. Ihr seht es, dann ist er noch besonders gut geeignet. Der kann auch für die U-Boot-Jagd eingesetzt werden. Und dauert aber seine Zeit. 6 Produktionseinheiten oder Runden, so kann man es sagen. Kaufen wir aber trotzdem für 158. So, jetzt haben wir dann noch übrig 94. Davon werde ich mal eine Sache machen, und zwar hier ein bisschen upgraden. Und zwar, diese Luftabwehr bekommt nochmal ein Luftabwehr-Upgrade. Ist die Frage, ob man hier in Malta lieber noch eine andere Einheit hat. Aber wenn er es drauf anlegt, wenn er es schafft, hier die Seehoheit zu bekommen, dann kann er uns hier eh die Versorgung abschneiden. Das heißt, auch wenn wir da eine tolle Armee stehen haben, wäre die irgendwann hilflos. Das Entscheidende ist hier, dass wir den Seekrieg gewinnen und eben den Luftkrieg. Deswegen nehme ich hier Luftabwehrwaffen mit rein. Kostet uns 10. Und das Gleiche werde ich hier nochmal bei der Ortschaft selbst machen. Die kann man nämlich auch verstärken. Machen wir auch nochmal Luftabwehrwaffen. So. Dann bin ich am Überlegen, ob wir den Zerstörer upgraden. Mit Marinewaffen. Ja, und vielleicht sogar auch Luftabwehrwaffen. Ich denke, das ist okay. Ich glaube, bei ihm... Ah, das können wir hier auch machen, der schwere Kreuzer. Ja. Ja, ich glaube, wir sollten hier im Mittelmeer komplett unsere Flotte langsam ausbauen. Wobei, ich will nicht überall die Luftabwehrwaffen reinnehmen. Können wir uns das leisten? Ja, doch, wir machen es mal. Kostet uns 22, so. Da unten im Kanal haben wir das, glaube ich, schon gemacht bei allen Einheiten. Die haben halt, nein, der Schlachtkreuzer noch nicht, die Hut. Ja, ich denke, das ist die Defensive gegen Sea Lion, deswegen hat das jetzt auch erstmal noch Vorrang. Machen wir das hier ebenso. So, dann haben wir noch 10 übrig, die sparen wir uns auf. Wir werden mit den Amerikanern weiter in die Industrietechnologie investieren. 175, 2 Teams arbeiten daran jetzt, sodass das noch schneller geht, das Ganze. Und dann haben wir noch die Russen, da werden wir nichts kaufen können, aber wir können hier noch ein bisschen wieder Einheiten verschieben. Die sind dabei zu arbeiten, das ist gut. Das erste Korps, die Armee bringen wir hier weiter nach hinten. Und dieses Korps wird Minsk verteidigen, wenn der Vormarsch kommt. So, die Armee bringen wir weiter in Richtung Kiew. Ja, die Moral wird sich dann schon irgendwie erholen. Ich werde jetzt Gewaltmärsche befehlen. Und da hinten haben wir auch noch eine. So, ihr bleibt dort. Alles andere ist okay. Und hier um Leningrad müssen wir erstmal sehen, wie das wird mit Estland und Litauen und so weiter. Da werde ich erst einmal nichts verändern. Okay, wir zoomen mal kurz raus bei den Russen. Ja. Was ist da noch, eine Armee im Hinterland? Achso, die hatte ich bewegt. Nee, dann ist hier alles in Ordnung. Und dann gucken wir, ob wir noch irgendwelche Events bekommen. So, die Konvois werden wieder überfallen. Dann okay, er hat auf der Linie Kanada, hat er irgendwas noch stehen? Und nicht nur dort? Ich bin mir nicht sicher, was die andere Linie eigentlich ist. Möglicherweise im Atlantik, aber Ägypten und Irak ist gesondert. Okay, naja, wir müssen weiter uns auf die Suche begeben nach eben den deutschen U-Booten. Passiert sonst noch was? Nein. Damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Halt!
Ein wichtiger Hinweis. Wir sind erstmal wie gewohnt an einem Staffelende angekommen. Natürlich geht das Let's Play weiter, aber mit einer Woche Pause. Schaut bitte gerne in meinen Programmkalender. Link in der Videobeschreibung, wann genau es weitergeht. Eine runde Woche Pause. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.